So, willkommen zum ersten Video der Makroökonomie. Wir sind bei der Aufgabe 1a. Hier geht es um die Wertschöpfung. Ich werde jetzt nochmal die Aufgabe vorlesen. Also, volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Aufgabe 1. Gegeben seien folgende geschlossene Ökonomie. In der Siliziumproduktion werden Löhne in der Höhe von 50 Euro gezahlt. Die gesamte Produktion wird für 170 Euro an Unternehmen der Chipindustrie verkauft. In der Chipindustrie werden Löhne von 40 Euro gezahlt. Die Chips werden wiederum an die Computerindustrie für 260 Euro verkauft. Die dort hergestellten personalen Computer, also PCs, werden für 150 Euro an den Staat und für 370 Euro an die Konsumenten veräußert. Weiterhin fallen in der Computerindustrie Löhne und Gehälter von 80 Euro an. Der aktuelle Einkommensteuersatz der Haushalte beträgt 25%. Aufgabe A. Wie hoch ist die Bruttowertschöpfung auf jeder Stufe? B. Was ist unter der Entstehungsrechnung, Wertschöpfungsansatz des Bruttoinlandsproduktes des BIP zu verstehen? Wie groß ist das BIP nach der Entstehungsrechnung in der umstehenden Volkswirtschaft? C. Was versteht man unter der Verwendungsrechnung des BIP? Wie groß ist das BIP nach der Verwendungsrechnung? D. Was versteht man unter der Verteilungsrechnung des BIP? Was groß ist das BIP nach der Verteilungsrechnung? Nehmen Sie hierzu an, dass die Teile der Wertschöpfung, die nicht als Löhne ausgezahlt werden, Unternehmens- und Vermögenseinkommen darstellen. Wie hoch ist der Lohn und die private Sparquote der Modellökonomie? Stellen Sie die obige Volkswirtschaft als Kreislaufmodell dar. Okay, ich werde jetzt erstmal auf die Aufgabe A eingehen und in den weiteren Videos dann auf B, C, D und E. Okay, kommen wir zur Aufgabe A. So, also wir haben ja, also es geht hier um die Wertschöpfung. Und was ist die Wertschöpfung an sich? Na, die Wertschöpfung. Na, die Wertschöpfung ist nichts anderes als die neu geschaffenen Werte. Und das bedeutet im Grunde, das ist unser Produktionswert. Unser Produktionswert, also das, was wir bekommen, wenn wir es verkaufen. Minus die Vorleistungen aus jeder vorhergehenden Stufe. Das ist hier übrigens ein buchhalterisches Minus. Das ist jetzt kein Prozent oder sowas, das ist ein buchhalterisches Minus. Minus Vorleistungen. Minus Vorleistung der jeweils immer vorangegangenen Stufen. Also wenn wir bei Stufe 3 sind, sind die Vorleistungen von Stufe 2 und Stufe 1 zu berücksichtigen. Also, wir befinden uns in der Siliziumproduktion und wir haben gesagt, sobald wir das Silizium gefördert haben, haben wir halt bei Stufe 1 der Wertschöpfung. Haben wir 170, dafür verkaufen wir das Silizium. Und Vorleistungen haben wir keine, wir haben ja das Silizium frisch aus dem Boden geholt. Hier werden keine Löhne oder sowas betrachtet. Also minus 0 an Vorleistungen ist gleich 170. Stufe 2, hier kauft die Chipindustrie uns das Silizium ab.
und will das halt weiter verkaufen, also Chips herstellen und weiterverkaufen an die PC-Industrie. Und die PC-Industrie kauft die Chips für 260 und naja, jetzt kommen hier die Vorleistung, das ist quasi die Vorleistung, minus 170. Ja, ist gleich 90 Euro. Soll mal die Währung halt mit hinschreiben, das ist in der Makroökonomie ganz wichtig. Sonst ist jedes Mal ein Fehler. So. Ah, jetzt sind wir bei der Stufe 3. Naja, die PC-Industrie, die verkauft jetzt nun Chips, die PCs an den Staat für 150 und an uns Konsumenten mit 370. Das muss natürlich in Summe berücksichtigt werden. Und jetzt minus den Vorleistungen. Na, das ist einmal die 90, die wir hier haben, aber auch der jeweils immer vorangegangenen Stufen. Also auch die 170 kommt auch hier unten rein. Also minus 90 und minus 170. Ist gleich 260 Euro. Gut. Also ich fasse nochmal zusammen. Bei jeder neuen Stufe werden alle Vorleistungen der vorangegangenen Stufen abgezogen. Also wie wir hier nochmal gesehen haben. Okay, das war's jetzt zur Wertschöpfung an sich. Die Wertschöpfung jeder einzelnen Stufe, die wir halt nachweisen sollten. Also in Stufe 1 werden 170 Euro Wertschöpfung betrieben, in der Stufe 290 Euro Wertschöpfung und in der dritten Stufe 260 Euro Wertschöpfung. Okay.